ihr Lieben, McFlurry. Ich habe schon ein Video hochgeladen zu McFlurry Cookie Dough und ich bin richtig gespannt auf die zweite Sorte, nämlich Oreo Apfel Zimt. Und ich habe es tatsächlich, ich war sowas von überrascht und erfreut, als ich es gesehen habe. Tatsächlich habe ich zuerst Cookie Dough Schoko gesehen und jetzt erst, als ich danach im Internet geschaut habe, nach den Nährwerten und so, das Oreo Apfel Zimt und dachte so, wow, wie geil. Also ich finde die Kombi mutig, dass man die... Also man kann ja sowieso Mix und Matchen. Man könnte jetzt auch sagen, ich will das Oreo mit einer Schokosoße, was bestimmt auch lecker ist, oder mit einer Karamellsoße. Aber dass McDonald's von Anfang an sozusagen sagt, ja, McFlurry zusammen, Oreo McFlurry zusammen mit einer Apfel-Zimt-Soße, das sozusagen als Vorkombi bewirbt, finde ich ziemlich cool. Hier steht so viel Genuss in einem Becher. Knackige Kakaokeksstückchen mit cremiger Füllung, also Oreo-Kekse, mit Vanillegeschmack getoppt mit köstlicher Apfel-Zimt-Soße. Natürlich super zum Herbst und Weihnachten generell. Ich liebe auch Zimt. Da wird einem ganz warm ums Herz. Das hoffe ich doch. Tatsächlich ist es heute nämlich ein bisschen kühler geworden draußen. Der Zutatencheck sagt, wir haben diese Basis, hier Oreo-Kekskrümel und die Soße. Und wir haben 371 Kalorien pro Portion, was echt wenig ist. Also relativ wenig für einen McFlurry. Meistens ist aber mehr drin, als also an Gramm, als draufsteht. Da werden wir dann mal schauen. Es müssten ja knapp 200 Gramm sein. 9,8 Gramm Fett, 64 Gramm Kohlenhydrate und 6,1 Gramm Eiweiß. Das ist alles dazu und jetzt geht's ab zu McDonald's. So, weiter geht's mit McFlurry und hä, was ist das? Das ist ein leerer Becher mit einem Löffel. Und warum? Weil ich euch wie immer zeigen möchte, für alle, die es interessiert, was das Eis wiegt. Ich habe hier das Apfelzimt jetzt. Ups, also der Becher selbst wiegt 13,6 Gramm mit Löffel. Ups, machen wir auf 0. Zur Seite und das hier drauf. Das heißt, wir haben genau 200 Gramm Inhalt. Das müsste ungefähr, ist sogar minimal mehr als das, was drin sein sollte. Ja, das hier ist es, das Apfelzimt Oreo McFlurry. Ihr wisst, ich, oder wenn ihr meine Videos schaut, wisst ihr, dass ich das Oreo McFlurry an sich schon mal getestet habe. Und jetzt eben mit Apfelzimtsoße. Ich bin sehr gespannt. Ich mache es natürlich auf, weil ihr es dann einfach viel besser sehen könnt. So sieht es aus und ich muss sagen, das sieht tatsächlich sehr, sehr, sehr lecker aus, oder? So, und das wird jetzt natürlich relativ schwierig. Diesmal habe ich es durchmixen lassen. Ich probiere erstmal wieder die Basis. Sehr lecker McFlurry. Ihr seht schon am Löffel. Da ist schon so ein bisschen Zimtsoße und Cookies dran. Ich habe auch schon ein bisschen Zimt geschmeckt. Ich probiere es jetzt aber mal einzeln. Und zwar zuerst die Zimtsoße. Ich merke schon, die ist intensiv. Und mir gefällt diese ja glasige Konsistenz eigentlich. Oder die glasige Optik, sagen wir es mal so. Oh ja, ziemlich lecker. Ihr diese Apfelmarmelade und die mit einfach noch extrem zimtleckerem, sehr natürlichem Zimtgeschmack drin. Ich finde wirklich, schmeckt natürlich. Richtig Herbst. Richtig leckerer Herbst. Das hier ist die Apfelmarmelade, ups, von der ich sprach. Die ein bisschen stückiger mit Zimt drin. Ich finde es richtig gut. Also wenn das eine heiße Zimtsoße wäre, ich glaube, das wäre auch eine richtig leckere Kombi. Ihr seht überall Oreo-Kekse. Die probiere ich jetzt auch mal. Das ist allerdings wieder einfach nur das Außenrum von den Oreo-Keksen und nicht die Vanillecreme-Füllung. Zumindest kann ich die hier nirgendwo erkennen. Wenn ihr das mal irgendwo hattet, dass ihr McFlurry habt, wo ihr auch noch die Vanillecreme-Füllung einen Blick erhaschen konntet, sagt mal Bescheid. Ich vermute, dass die nur das Außenrum hauptsächlich hier als Mix-In haben, direkt von Oreo. Einfach weil es besser zu lagern ist vielleicht auch als mit der Creme, aber das ist nur meine Vermutung, keine Ahnung. Schreibt mal drunter, wenn ihr mehr wisst. Ja, aber verdammt lecker. Super crispy, also einfach sehr keksig. Muss aber sagen, ich schmecke nicht viel vom Keks selbst. Also ich schmecke diese Konsistenz natürlich. Und so wirklich einen Oreo-Geschmack bekomme ich nicht. Ganz leicht schon, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich finde die Kombi aus diesen crispy Cookies und der Apfel-Zimtsoße und dem Eis natürlich schon ziemlich lecker. Hat so ein bisschen an eigentlich einen Apfelkuchen mit ganz crispy Boden, weil es halt einfach nicht so doll nach Oreo schmeckt. Es schmeckt schon nach Oreo, verstehe mich nicht falsch, aber es ist jetzt keine Oreo-Bombe. Ich probiere nochmal beides zusammen. Also in Kombi ist das schon ziemlich gut. Ich habe jetzt beide probiert und würde euch tatsächlich empfehlen, euch das Cookie Dough mit der Apfel-Zimt-Soße zu holen. Ich glaube, das ist eine coole Kombi. Oder das Cookie Dough mit der Apfel-Zimt-Soße und nochmal Oreo-Keksen als Extra-Mix in. Ich glaube, das ist die perfekte Kombi. Schreibt mal drunter, wie ihr das mixen würdet, aber doch, so würde ich es machen. Okay,
Wie immer freue ich mich, wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben gebt, weil das ist für euch nur ein Klick und mich freut es wahnsinnig dolle. Und natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, weil ihr seht, es geht hier eigentlich hauptsächlich nur um Eis. Und da wird einiges noch kommen. Es Häagen-Dazs bringt neue Sorten raus, Cremissimo bringt neue Sorten raus und Ben & Jerry's, da kommt auch noch was dieses Jahr. Also seid gespannt und wir sehen uns im nächsten Video, okay? Ciao!